Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 111 Auf kaltem Wege. Severus seufzte leise, während er weiterhin im Wohnzimmer seines Kollegen stand und darauf wartete, dass Harry endlich die Karte der Rumtreiber finden würde. Ginny saß still auf dem Sofa und beobachtete ihn, während sie den von Harry verursachten Geräuschen aus dem Schlafzimmer lauschte. Ihr Professor schien, was man selten genug sehen konnte, sehr aufgewühlt, und es brannte ihr auf der Zunge zu fragen, warum er so unruhig auf- und abging und weshalb er besorgt mit seinen langen Fingern spielte. Plötzlich sagte Ginny: Professor Snape? Er blickte sie an und wartete darauf, was sie ihm mitteilen wollen würde. Und nachdem sie sorgfältig die Worte gewählt hatte, sagte sie: Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie es mir gesagt haben. Fragend kniff er seine Augen zusammen, so dass sie deutlicher wurde. Ich meine das mit Mr. Bello. Ah, war sein einziger verbaler Kommentar, bevor ihr einmal zunickte. Ginny war froh gewesen, dass zumindest einer die Courage besessen hatte, sie über die Verstrickungen ihres Ex-Freundes aufzuklären. Nervös im Wohnzimmer umherlaufend, fragte er sich selbst, wo Hermine jetzt wohl sein könnte. Die Sorge darüber, dass sie sich etwas antun könnte, war groß. Er wusste um die verderbliche Sehnsucht, die besonders jenes Buch, in welchem sie gelesen hatte, in einem auslösen konnte. Das war auch der Grund gewesen, weswegen er das Buch zusammen mit dem anderen sofort wieder in seinem Schlafzimmer verstaut hatte und seine kleine Sammlung an schwarzmagischen Künsten mit etlichen Sicherheitszaubern versehen hatte. Endlich kam Harry mit einem zusammengefalteten Pergament in der Hand zurück ins Wohnzimmer. Severus griff nach der Karte und entfaltete sie, doch sie war leer. Harry berührte mit der Spitze seines Zauberstabes die Oberfläche der Karte und sagte: Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin. Severus rollte genervt mit den Augen, bevor er murmelte: Tunichtgut ist ein Synonym für Taugenichts. Harry musste daraufhin lächeln und ließ sich die Karte von seinem Kollegen aus der Hand nehmen, der sie sofort auf den Couchtisch legte und entfaltete. »Nach wem suchen Sie?« wollte Harry wissen. Ohne seine Augen von der Karte abzulassen, erwiderte Severus: »Nach Ihrer besten Freundin.« Ginny fand ihre Sprache wieder und fragte: »Nach Hermine? Was ist denn passiert?« »Haben Sie wieder mit ihr gestritten?« fragte Harry vorsichtig. »Wir streiten nicht, wir diskutieren höchstens«, stellte Severus klar. Bevor er seufzte, denn die Karte war riesig, genau wie Hogwarts, und er hatte seine Schülerin bisher noch nicht gefunden. Plötzlich setzte sich Harry neben ihn und suchte mit, und selbst die junge Weasley kniete sich neben den Tisch, um ein Auge auf die Karte zu werfen. Nach etlichen Minuten tippte Ginny auf die Karte, wo der Name Hermine Granger aufgetaucht war, und sie sagte: »Hier. Sie kommen gerade über den Hof, hat aber nicht die Treppe in die Kerker genommen.« Severus blickte den sich bewegenden Punkt auf der Karte kurz an und sagte: »Sie kommt hierher, zu Ihnen.« Die Karte zusammenfaltend legte er Harry nahe. »Kümmern Sie sich um sie.« Er blickte auf die Schlafzimmertür, die noch vor kurzem zu Sirius Blacks Räumen geführt hatte, und sagte: »Das Zimmer dort ist jetzt ja wohl frei. Lassen Sie Hermine heute hier übernachten.« »Aber warum?«
fragte Harry besorgt. Severus erhob sich von der Couch und ging bereits zur Tür, bevor er erklärte. Sie hatte heute ein sehr aufwühlendes Erlebnis und mir wäre wohler bei dem Gedanken, sie nicht alleine zu wissen. Nachdem Severus gegangen war, blickten Harry und Ginny sich einen Moment fragend an. Doch besonders Harry wollte Severus' Ratschlag folgen. Nur wenige Minuten später klopfte es und es war, wie erwartet, Hermine, die begrüßt wurde, als hätte man nicht mit ihr gerechnet. »Mine, komm doch rein! Schön, dich zu sehen! Möchtest du was trinken?« sagte Harry fröhlich, obwohl er selbst dachte, seine Sorge müsste ihm eindeutig ins Gesicht geschrieben stehen. »Hallo, ihr beiden«, sagte Hermine lächelnd. Doch Harry und auch Ginny sahen ihr an, dass sie geweint haben musste. Ginny klopfte neben sich auf den Platz, damit Hermine sich setzen würde, und dann fragte sie mitfühlend und leise, während Harry bei Wobble eine kleine Bestellung aufgab. »Du bist kreidebleich, Hermine. Was stimmt nicht?« Mit großen Augen blickte Hermine ihre beste Freundin an und sie überlegte, ob sie die Wahrheit sagen durfte, ohne ihre innige Beziehung zu Harry oder Ginny aufs Spiel zu setzen. Doch dann erinnerte sie sich an die Zeiten, in denen sie über die intimsten Themen völlig ungeniert gesprochen hatten. Es hatte nichts gegeben, über das sie nicht mit den beiden hätte reden können. Und so seufzte sie, während sie Harry dabei zusah, wie der die schnelle Lieferung von Wobble begutachtete. Harry fühlte ihre Blicke auf sich und schaute auf. Seine Augen versicherten ihr, ihm alles sagen zu können, was ihr auf dem Herzen lag. Sie blickte wieder zu Ginny und auch von ihr erkannte sie die gleiche Botschaft, so dass sie einmal tief Luft holte, bevor sie von ihrem schrecklichen Fehler berichten wollte. Ihre beschämt klingende Stimme war kaum zu vernehmen, als Hermine sagte: »Ich habe es mir nie vorstellen können, aber heute habe ich es selbst erleben müssen.« »Was?« fragte Ginny und sie rügte sich in Gedanken dafür, Hermine mit ihrer Neugierde zu bedrängen. »Wie es ist«, Hermine schluckte kräftig, »wenn man sich in Lektüre vertieft, die einen schlechten Einfluss auf einen hat.« Harry kniff die Augen zusammen und überlegte, bevor er vorsichtig fragte: »Du meinst hoffentlich nicht das, was ich jetzt denke, Hermine?« Auf den Kopf gefallen war Ginny auch nicht, denn sie fragte: »Dunkle Künste?« Als es ausgesprochen war, schlug sich Hermine beide Hände vors Gesicht, bevor sie nickte. Aufgebracht tigerte Harry im Wohnzimmer hin und her und zerwühlte dabei seine eh schon strubbeligen Haare mit einer Hand, bevor er wütend fragte: »Hat er dir das zu lesen gegeben?« Würde sie die Antwort bejahen, dann würde ihn nichts halten können, denn er würde sofort mit gezücktem Zauberstab zu Severus stürmen, um ihn zur Rede zu stellen. Doch Hermine verneinte, was man kaum hören konnte. Noch immer hatte sie ihr Gesicht in den zittrigen Händen vergraben. Ginny blickte zu Harry und schüttelte zaghaft den Kopf, um Hermines Antwort an ihn weiterzugeben. »Wie bist du denn nur dazu gekommen?« fragte er. »Gerade du, die mir heute manchmal noch vorwirft, dass ich es dazu habe kommen lassen, mich vom Spiegel Nähegib so einnehmen zu lassen, und der war nicht einmal schwarzmagig. Du bist doch immer so schlau, Hermine. Was hat dich da nur geritten?« Harrys Worte taten weh. Und sie bereute es, den beiden von ihrem Fehler erzählt zu haben. Denn sie war ja eigentlich dafür bekannt, keine Fehler zu machen. Ihr ganzes Leben lang, schon als Schülerin, hatte sie Angst davor gehabt, solche Patzer zu begehen, weswegen sie immer fleißig gelernt hatte, um zumindest in der Theorie vorausschauend handeln zu können, damit sie Fehler vermeiden konnte.
Niemand aus ihrem Freundeskreis hätte damit gerechnet, dass gerade sie in den Bann der dunklen Künste gezogen worden wäre. Und jetzt, nachdem sie das Geständnis gemacht hatte, hatte sie ihre Freunde enttäuscht, aber auch sich selbst. Plötzlich spürte sie einen Arm um ihre Schulter. Ginny drückte sie an sich und sie schien nicht enttäuscht zu sein. Ihre beste Freundin umarmte sie und gab ihr den Halt, den sie hier erhofft hatte. »Oh ja, tröst sie nur! Das hat sie überhaupt nicht ver...« Ginny fuhr Harry böse an und unterbrach. »Halt den Mund, Harry!« Bevor er etwas sagen konnte, sagte sie spöttisch. »Du hast wohl nie Fehler in deinem Leben gemacht.« »Es tut mir leid,« wimmerte Hermine. Sie wiederholte. Es tut mir leid, dass ihr euch wegen mir in die Haare bekommt. Das möchte ich wirklich nicht.« Sie löste die Umarmung mit Ginny und sagte niedergeschlagen, während sie sich von der Couch erhob. »Ich werde besser in mein Zimmer gehen und...« Harry versperrte ihr den Weg und sagte diesmal mit ruhiger Stimme, weil er sich an Severus Bitte erinnerte. »Nein, Mine, bleib hier.« Er schenkte allen dreien eine Tasse Tee ein und reichte eine davon Hermine, sodass sie sich wieder setzte. »Erzähl mir, wie es dazu gekommen ist, Mine. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass du es mit Absicht gemacht hast.« »Habe ich auch nicht. Wirklich nicht, ich...« Sie schüttelte den Kopf, um die heutigen Ereignisse zu sortieren. So begann sie von vorn und erzählte. »Severus war vorhin noch nicht da. Ich hatte Draco getroffen und der sagte, dass Severus ein Gespräch mit Albus hätte und es länger dauern könnte. Wir haben uns ein wenig unterhalten und er hat zugestimmt, meinen Farbtrank zu testen.« Harrys Augenbrauen schossen vor lauter Staunen in die Höhe, doch er ließ Hermine ihre Geschichte ohne Unterbrechung schildern. »Ich bin mit Draco ins Labor gegangen und da war diese Unordnung.« Sie schüttelte ungläubig den Kopf und erklärte, dass es so untypisch für Severus gewesen sei, überall Bücher und Notizen auf dem Tisch verstreut zu haben. Sie nahm einen Schluck Tee, bevor sie beichtete. »Dracos Reaktion auf eines der Bücher hätte mich warnen müssen. Er ist gegangen, weil er mit der Dunkelmagie nichts zu tun haben wollte, und als ich allein war, da habe ich diese beiden schwarzen Bücher auch gemieden.« Sie schluckte, bevor sie offenbarte. »Severus' Abschriften aus diesen Büchern waren so... Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich wollte mehr wissen und habe nicht bemerkt, dass ich plötzlich in einem dieser Bücher gelesen habe.« Ihre Stimme wurde leiser, während sie sagte. »Ich habe nur gefühlt, wie meine Begeisterung immer größer geworden war. Es war wie eine Sucht, Harry. Und wäre Severus nicht gekommen, um mir die Leviten zu lesen, dann weiß ich nicht, was geschehen wäre.« Harry kniff die Lippen zusammen, konnte aber nicht unterdrücken, zu sagen, »Ich glaube einfach nicht, dass du es nicht bemerkt haben willst.« »Harry, es langt«, sagte Ginny energisch. »Du bist hier der Lehrer für Verteidigung gegen die dunkle Künste, oder vielleicht solltest du dir mal eines dieser Bücher zu Gemüte führen, damit du nachvollziehen kannst, wie sich diese dunkle Magie auf einen auswirkt.« »Ich habe jahrelang gegen Voldemort gekämpft und du willst mir erzählen, dass ich keine Ahnung davon hätte?« fragte Harry aufgebracht. Ginny versuchte, mit ruhiger Stimme zu erklären. »Du warst Voldemorts Angriffen ausgesetzt gewesen und hattest durch ihn Albträume, hast mehrmals gegen ihn kämpfen müssen und hast ihn am Ende zum Glück auch besiegt, aber du warst niemals einem Gegenstand ausgesetzt gewesen, der völlig harmlos schien und deinen Geist überrannt hat.« Ginny legte erneut einen Arm um Hermine und sagte zu ihr, so dass Harry alles verstehen konnte. »Ich weiß genau, was du gefühlt haben musst, denn es kann nicht viel anders gewesen sein als das, was ich gefühlt habe, als ich mich von Riddles Tagebuch habe hinreißen lassen.« An Harry gewandt, erklärte Ginny. »Du hast es zwar auch in den Händen gehalten,
und Voldemort hat dir Dinge gezeigt, aber du warst nicht durch die dunkle Kraft des Buches besessen wie ich. Du hast dich nicht plötzlich irgendwo wiedergefunden, ohne zu wissen, wie du dorthin gekommen warst. Sie seufzte und sagte im Anschluss: Dad kann da Geschichten erzählen, sage ich euch. Nicht einmal die erfahrensten Auroren sind davor gefeit. Berühren sie versehentlich einen schwarzmagischen Gegenstand. Was meint ihr, warum während einer Razzia niemals einer alleine durch die Zimmer streifen darf? Das war auch so, als man bei Malfoy nach schwarzmagischen Gegenständen gesucht hat. Immer zwei, die gemeinsam durch die Zimmer gehen, denn alleine wäre man ganz schnell verloren. Ginny blickte Hermine an und lächelte, während sie lobend sagte: Hermine hat große Stärke bewiesen, dass sie davon hat ablassen können, auch wenn der Drang noch so groß gewesen war. Die drei verbrachten den ganzen Abend miteinander und Harry verabschiedete sich zwischendurch kurz, um auf Hermines Hinweis hin mit Severus Hund auszugehen, weshalb er in die Kerker gegangen war. Er war sich sicher, dass die beiden Frauen nun etwas miteinander reden würden, Frauengespräche führen würden. Ohne Severus zu grüßen, leinte er den Hund an und ging. Auch wenn Hermine beteuert hatte, dass es nicht Severus Schuld gewesen war, so war Harry doch sauer auf ihn. Wie üblich war er 20 Minuten mit Harry draußen und als er den Hund wieder bei Severus abgab, da fragte er ihn stoffelig: Warum gehen Sie eigentlich nicht selbst mit dem Hund raus? Severus stieß Luft durch die Nase aus, bevor er hämisch sagte: Das würde meinen Ruf an der Schule zunichte machen. Stellen Sie sich nur vor, der grantige Zaubertrankelehrer, der fürsorglich mit seinem Hund spazieren geht. Von wegen! Das würde den Schülern nur bestätigen, dass Sie einen Hund besser behandeln, konterte Harry bösartig, denn in seinem Inneren hatte er Severus dafür verantwortlich gemacht, dass Hermine überhaupt Zugriff auf solche Bücher gehabt hatte. Seien Sie nicht so frech, schimpfte Severus, der von seiner Couch aufgestanden war, damit er bedrohlicher wirken konnte. Doch Harry ließ sich nicht einschüchtern. Wie konnten Sie solche Bücher nur herumliegen lassen? Wollte er wissen. Es ist schon schlimm genug, dass Sie so etwas überhaupt besitzen. Weiß Albus davon? Wollen Sie mir etwa drohen? Fragte Severus mit zusammengekniffenen Augen, sodass Harry bereuend den Kopf schüttelte. Es war nicht von mir beabsichtigt, dass Hermine die Bücher finden sollte. Ich habe schlichtweg keine Zeit gefunden, sie wegzuräumen, rechtfertigte sich Severus. Damit wollte sich Harry zunächst zufrieden geben, sodass er lediglich nickte und eine gute Nacht wünschte. Doch Severus hielt ihn auf und bat: Seien Sie so freundlich und unterrichten Sie Hermine davon, dass sie sich um ihr Haustier keine Sorgen machen muss. Severus blickte auf den Korb, in welchem sich der weiße Hund bereits niedergelassen hatte. Harry folgte seinem Blick und entdeckte dort Hermines Kniesel. Erklärend fügte Severus hinzu: Da Hermine bei Ihnen übernachten wird, war ich so frei und habe das Tier zu mir genommen. Sie können ihn natürlich auch mitnehmen, aber ich dachte, wegen dem Kind. Ich sag's ihr. Gute Nacht, Severus, sagte Harry und verließ seinen Kollegen. Am späten Abend, als Hermine gehen wollte, da bot Ginny an, dass sie hier übernachten sollte. Das kann ich nicht. Fellini wartet auf mich, sagte Hermine. Nein, ich soll dir von Severus ausrichten, dass er ihn hat. Ihm geht's gut. Bleib heute Nacht einfach hier. Ich würde mich dann wohler fühlen, sagte Harry. Hermine lächelte dankbar und sagte: Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Das Gefühl, nicht allein zu sein. Danke für das Angebot. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction: Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat,
lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.